Hi Leute, heute wollte ich mal ein Video zum Thema machen. Ich kann mir gesundes Essen nicht leisten, es ist alles so teuer. Und oh, wie teuer ist denn das schon wieder? Und ja, Gesundheit und wenn man es sich leisten kann und oh, wie teuer Superfoods sind und wie teuer das und jenes ist und das kann ich mir nicht leisten. Und diese ganzen Ausreden. Und ich sage bewusst gleich Ausreden, weil es sind alles Ausreden. Wer will, der findet Wege und wer nicht will, der findet Ausreden. Und jeder kann sich gesundes Essen leisten. Es ist wirklich die dümmste Ausrede, die ich kenne. So, okay? Und ich möchte dazu mal drei Punkte anbringen. Und zwar erstens, was man durch gesunde Ernährung spart. Zweitens, die Relationen, das Verhältnis einfach, wie viel Geld und wir für was und so weiter ausgeben. Und als dritten Punkt, was man essen kann, um wirklich günstig, sogar günstiger, beziehungsweise sogar umsonst von gesundem Essen zu leben. Und ja, als ersten Punkt gleich mal, was man spart. Wenn man sich gesund ernährt und immer mehr entgiftet, du sparst so viele Dinge, die ein normaler Mensch erstmal gar nicht bedenkt. Du sparst dir Cremes, du sparst dir Shampoo, du sparst dir diese ganzen Pflegeprodukte und das ganze Zeug. Dann sparst du dir Arztbesuche, du sparst dir unglaublich viel Zeit dadurch, wo du einfach nur irgendwo in einem Wartezimmer rumhocken würdest. Du sparst Geld, das du nicht für Medikamente ausgibst, für Behandlungen und so weiter, weil du eben wieder dein eigener Arzt wirst. Jeder ist sein eigener Arzt. Es heilt sich immer nur dein Körper selbst und kein Arzt. Und ja, als zweiter Punkt eben ganz wichtig, die Relationen mal wieder zu sehen. Erstmal, was wir früher für Essen ausgegeben haben und was wir heute prozentual für Essen ausgeben. Wir geben heutzutage gerade mal 10% von unserem Gehalt für Essen aus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich wirklich mal bewusst machen nochmal. 10% vom Gehalt. Wir geben so wenig für Essen aus. Beim Essen ist jeder, da steht jeder im Supermarkt. Oh, guck mal, das ist 10 Cent billiger da. Das ist 2 Cent billiger. Und dann, was wir früher ausgegeben haben. Es war 50% oder so ging meistens für Essen drauf. Und dann kam noch Miete und der Rest, das war dann on top. Aber das muss man sich eben bewusst machen. Wir geben so wenig für Essen aus und das ist das Wichtigste, das ist das Einzige, was wir brauchen. Danach kommt der Schlafplatz, eine Wohnung. Und selbst das braucht man gar nicht. Eine Wohnung ist nicht unbedingt nötig, wenn man zum Beispiel in den Tropen wohnt oder im Sommer, im Herbst und so weiter, ist eine Wohnung gar nicht nötig. Und Essen ist Nummer eins, das Wichtigste, was man sich kauft. Und eben diese Relation, was man zum Beispiel früher ausgegeben hat dafür, was man heute für Essen ausgibt. Und dann zum anderen wieder diese Relationen so, oh, ja, wie gesagt, man ist im Supermarkt und schauen die Leute drauf, oh, das kostet 2 Cent mehr, nehme ich's. Oh, weiß nicht. Und dann sind die Leute wieder rum, was weiß ich, wenn sie mal irgendwo weggehen, dann sind sie in der Wirtschaft, dann geben sie mal eine Runde ein Bier aus oder was, da sind mal 10, 20 Euro weg, völlig egal. Oder wenn sie abends feiern gehen, da sind mal 50, 100 Euro weg früher bei den Leuten, mit denen feiern gehst. Und ja, das ist ja nicht mal schwer. Und dann stehen sie aber in einem Laden und kaufen irgendwie den billigen Käse oder was, weil er eben 2 Cent billiger ist oder so. Sorry, ich kaufe das, was mir schmeckt und das, was mir gut tut und achte in erster Linie auf die Qualität. Ja, diese Relation ist eben der zweite Punkt, die sollte man sich mal wirklich wieder bewusst machen. Als dritter Punkt dann einfach, was man essen kann, um billig, gesund zu leben. Klar kann ich viel Geld für Essen ausgeben,
Ich kann mir Superfoods kaufen, ich kann mir, was weiß ich, Goji-Bären kaufen für ganz viel Geld. Ich kann mir irgendwelche tollen Superfoods, Hanfsamen oder was auch immer kaufen, dafür eine Menge Geld ausgeben. Ich kann mir Tropenfrüchte kaufen, dafür eine Menge Geld ausgeben. Ich kann aber auch viel weniger Geld ausgeben und noch billiger leben als ein Normalköstler, wenn ich zum Beispiel regional und saisonal kaufe, wenn ich mir Äpfel kaufe. Zweite Wahl, Äpfel kriegst du beim Bauern für 60 Cent das Kilo. Dann kriegst du hier 10 Kilo irgendwie für 6 Euro. Und sowas hat jeder in der Nähe. In Deutschland gibt es halt mal Äpfel, Birnen, so günstig. Oder geh auf ein Erdbeerfeld oder was auch immer. Und dann Wildkräuter. Völlig umsonst gibt es draußen Wildkräuter. Fasten. Fasten hat jetzt nichts mit Essen zu tun, aber eben, du sparst das Geld. Das ist das Beste, was du für deine Gesundheit machen kannst, wenn du es mit dem richtigen Bewusstsein machst. Und ja, sparst eben noch Geld dabei. Das Einzige, was man im Grunde bräuchte, wenn man gesund werden möchte, richtig gesund werden möchte, ist ein Einlaufbeutel. Dann kannst du auch raus in die Natur gehen, kannst alles Grünzeug zusammenfressen, was du siehst. Das sind die wirklich guten Superfoods. Brennnessel, Löwenzahn und so weiter. Perfekt bei der Umstellung auf Rohkost. Und einfach viel Grün essen, viel Wildkräuter, völlig umsonst. Und ja, dann kann man einfach zu regionalen Höfen hingehen. Die haben so günstiges Essen dann auch zu Biohöfen. Ja. Aber ich denke, Geld sollte gar keine Rolle spielen. Allein das Verhältnis, dass es 10% vom Gehalt ist, ist mir wurscht, wie viel ich dafür Essen ausgebe. Ja, das ist Nummer 1 Priorität. Alles andere ist egal. Ja, man muss sich wirklich mal bewusst machen, wie wichtig das ist. Ja, die Leute schauen bei ihrem Auto besser als auf ihren Körper. Bei ihrem Auto, da schauen sie, oh, kann ich das Öl da reintun und so. Oder geht mir da dein Motor kaputt? Ja, geht dir vielleicht deine Pumpe, dein Motor kaputt, wenn du dir irgendeinen Scheiß reinstopfst? Das sollte man sich mal lieber überlegen. Und ja, auf was ich eben hinaus will. Du kannst sehr günstig, sehr gesund, roh vegan, selbst von Früchten nicht ernähren. Und ja, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden. Macht's gut, Leute. Ciao.